Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder MIFCOM mit dem Gaming-PC Core i9-12900KF RTX 3080 für 2899 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das Bild ist natürlich mal wieder fake. Zum Beispiel die Grafikkarte stimmt nicht, die Lüfter hier, die stimmen nicht. Also beziehungsweise hier oben die Wasserkühlung, die ist überhaupt nicht RGB beleuchtet. Sprich, wenn ihr das System nach Hause bekommt, dann seht ihr zwar hier die beleuchteten Luffis oder hier unten, je nachdem, da ist nur ein Set drin. Hier oben sind halt standard schwarze Lüfter drin, das stimmt schon mal nicht. Aber sie sagen immerhin direkt beim ersten Bild, Produktbilder können optionale Komponenten enthalten. Bitte beachte die jeweilige Auswahl im Konfigurator. Gut finde ich das trotzdem nicht. Man sollte entweder nur das Gehäusebild nehmen oder eben das System, wie es auch wirklich ist. Das sage ich immer wieder in den Videos, weil die Leute bestellen das, freuen sich auf alles RGB-Beleuchtung und dicke Grafikkarte und so und hinterher ist es nicht so. Das ist immer ein bisschen schade. Was man MIFCOM aber zugute halten muss, ist, dass die das immer alles schön aufschlüsseln. Also man weiß auf jeden Fall, was man kriegt. Ist bei Hightech auch so, bei Dubaro auch so. Aber es gibt halt Händler, die lassen sich zum Beispiel das Mainboard offen, die SSD offen oder ähnliches. Hier haben wir auf jeden Fall alle Komponenten schön in einer Liste aufgeführt. Beginnen wir mit dem Gehäuse, das ist das Lianli PCO11 Dynamic Schwarz. Das ist ein gutes Case, da passen auch diese ganzen Lüfter rein, da passt die Grafikkarte ganz dicke rein, das hat auch guten Airflow, gutes Kabelmanagement, hatten wir glaube ich im letzten Video auch schon so ähnlich, ist auf jeden Fall ein Top Case, habe ich auch schon drin gebaut, wir haben auch die ROG XL Variante, die ist nochmal einen ganzen Ticken größer, also da kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, haben natürlich viele zu Hause stehen, weil die sehen das bei Streamern, wollen das dann auch haben oder holen sich dann diesen billigen Abklatsch von glaube ich Intertech oder LC Power, ich weiß nicht wer das nachgemacht hat, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Case. Gar keine Frage. Und das kostet 141,89 bei Mindfactory. Der Prozessor ist in dem Fall ein Intel Core i9-12900KF. Der hat 16 Kerne, 8 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 24 Threads, also 16 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Es ist einfach nur dafür da, Efficiency Kerne, sage ich auch ganz oft in den Videos, werden verwendet, wenn ihr ein bisschen YouTube guckt, Multimedia macht oder so. Und sobald ihr zockt, schalten sich die Performance Kerne dazu, dann ist der Stromverbrauch natürlich auch höher, aber so ist das halt von Intel gedacht. Deswegen wird hier auch eine TDP angegeben von 125 Watt bzw. 125 bis 241 Watt. Kommt immer ganz darauf an, wie die Auslastung vom Prozessor ist. Und er unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz oder DDR4 3200 MHz. Das ist auf jeden Fall ein Top-Prozessor. Zum Streamen geeignet, zum Zocken geeignet. Ist aktuell noch der beste Intel, den ihr kriegen könnt. Es gibt natürlich noch den KS, das macht aber keinen Sinn für die meisten. Der KF ist okay, das F steht natürlich dafür, hat keine integrierte Grafikeinheit. Kann euch irgendwo egal sein, weil ihr halt über die Grafikkarte das Bild zieht. Ist halt nur wichtig beim Mainboard, dass ihr dann die Onboard-Mainboard-Anschlüsse nicht benutzen könnt, was die Grafik angeht. Das ist meistens eh nur interessant, wenn jetzt die Grafikkarte zum Beispiel kaputt geht, ihr wollt noch an die Daten rankommen oder zumindest YouTube oder so machen, dann könntet ihr theoretisch über das Mainboard ein Bild ziehen, geht hierbei jetzt nicht. Und der kostet auch stolze 607,66 Euro bei Barax. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z690 Euros Elite DDR4 Intel Z690. Das ist schon ein etwas gehobeneres Z690 Board, ist auf jeden Fall zum Übertakten geeignet, gerade der Prozessor kann auch mit dem K-Suffix übertaktet werden. Es gibt zum Beispiel auch das Gigabyte Gaming X, das ist dann auch ein Z690, aber ein bisschen kleiner gehalten, beziehungsweise nicht so viele Funktionen wie jetzt das Elite. Das hat gekühlte Spannungswandler, hier ein bisschen RGB-Beleuchtung, das würde zum Beispiel beim Gaming X fehlen, das ist hier aber dabei. 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten können noch 3 weitere SSDs verbaut werden, hier kommt die Grafikkarte rein und die Erweiterungsslots könnt ihr zum Beispiel für eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card oder so benutzen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Toslink, Mikrofoneingang und Line-Out für zum Beispiel Kopfhörer oder eine Stereoanlage oder so. Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB Typ C. Die Onboard-Grafik könnt ihr wie gesagt sowieso nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Zweimal USB 3.1 und viermal USB 2.0. Das ist ein vernünftiges Board, ist gut gewählt, kann man nicht meckern. Und das kostet 229,89 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB, Gigabyte Gaming OC. Jetzt sieht man auf dem Bild schon, es ist eine Asus ROG Strix Karte auf dem Bild zu sehen. Ihr kriegt aber eine Gigabyte, die hat zum Beispiel nicht diesen fancy RGB-Streifen, das Kühldesign ist auch etwas anders. Da wollte ich nochmal drauf hinweisen. Also das wird auf jeden Fall nicht so aussehen. Die Grafikkarte an sich ist auch nicht schlecht. Also die habe ich selber bei mir im System. Ich kann alle Titel soweit ziemlich gut zocken. Ich habe zum Beispiel ein WQHD 144
Hertz-Monitor, das meiste läuft da drauf. Natürlich muss man bei einigen Spielen, wie zum Beispiel Cyberpunk, ich sage es immer wieder, ein bisschen die Grafikdetails und so anpassen, dass man auf diese FPS-Werte kommt. Aber den FPS-Satz dazu findet ihr sowieso unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann anschauen, ob das für eure Spiele dann langt. Und die kostet 829 Euro bei Mindfactory. Was ich noch dazu sagen wollte, es ist die 10-GB-Variante. Ja, es gibt die auch als 12-GB, aber die wird nicht mehr hergestellt oder wird wieder hergestellt. Ich weiß es nicht. MIFCOM greift auf jeden Fall auf die 10-GB-Variante zurück. Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR4 3200 MHz Corsair Vengeance RGB Pro. Der RAM an sich ist nicht schlecht, ihr habt noch fancy RGB-Beleuchtung dabei, was ihr mit IQ ansteuern könnt. 32 GB in der Preisklasse muss auch sein, bin ich ganz ehrlich. Also bei solchen Systemen, bei so einer Preisklasse müssen 32 GB rein, 16 wären Quatsch. Könnt ihr natürlich auch gut dann zum Streamen und zum Rendern und so verwenden, da ist viel Speicher immer vom Vorteil. Warum sie jetzt 3200 MHz nehmen, weiß ich nicht. Sie halten sich an die Spezifikation von Intel, das ist klar. Aber 3600er oder gar 4000er wäre auch noch drin gewesen. Vor allen Dingen bei der Preisdifferenz, die wir gleich sehen. Und der kostet 121,09 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine 1 TB Western Digital Black 1 TB. Da habe ich auch nachgeschaut, welche es ist. Die haben das Ganze nochmal etwas feiner aufgeschlüsselt in einem Konfigurator. Das ist in dem Fall die SN770. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 5150 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 4800 MB die Sekunde. Bei so einem Preispunkt verstehe ich, dass die drin ist. Ob es Sinn macht, steht auf einem anderen Blatt. Es hätte auch eine Kingston NV1 oder so gereicht, weil diese Lese- und Schreibraten werdet ihr sowieso nicht erreichen, beziehungsweise es macht nur Sinn, habt ihr zwei SSDs und kopiert immer schnell hin und her, wenn ihr das irgendwie braucht. Auch für Videos kopieren zum Beispiel. Wenn ihr nur eine SSD im System habt und wollt darauf eure Spiele spielen, dann macht es halt keinen Sinn, so eine schnelle zu nehmen. Ist jetzt allerdings verbaut, ist auch nicht schlecht. 1 TB finde ich extrem wenig in der Preisklasse, da hätten ruhig 2 TB reinwandern können. Und die kostet 91,90 € bei eBay, beziehungsweise 109 € bei Notebooks billiger. Ich sage das jetzt einfach nur dabei, weil diese eBay-Angebote, die schwanken immer sehr stark. Manchmal sind das auch private Verkäufer oder so. Ich wollte es nur dabei gesagt haben, ihr könnt ruhig hinterher noch ein 20 draufrechnen, wenn ihr möchtet. Das Netzteil ist ein 850 Watt MIFCOM Performance, 80 plus Gold, 230 Volt EU. Ich weiß, dass die älteren PCs von vor 2-3 Jahren bei MIFCOM immer auf die Silence Performance zurückgegriffen haben. Ich habe so ein Netzteil hier liegen, da steht sogar Powered by Silence, da ist zwar ein MIFCOM-Logo drauf, aber sie geben zumindest den Hersteller an. Das ist zwar hier jetzt 80 plus Bronze zertifiziert, das von MIFCOM ist Gold zertifiziert. Es kann natürlich sein, dass sie den Hersteller jetzt gewechselt haben. Wir müssen aber irgendwo einen Preispunkt finden. In dem Fall hier ist es jetzt teilmodular. Garantieangaben gibt es hier überhaupt nicht. Bei MIFCOM steht da auch nichts bei. Es geht halt natürlich um die 3 Jahre Komplettgarantie. Die habt ihr natürlich. Aber wenn danach was mit dem Netzteil ist, ist das immer ein bisschen schade. Ich hätte auf jeden Fall irgendwas anderes gewählt. Irgendeinen namhaften Hersteller. Zum Beispiel von mir aus Be Quiet, Seasonic oder irgendwie sowas. Aber naja. Ich weiß nicht, ich finde diese OEM-Dinger nicht so geil. Und das kostet 89,89 € bei Mindfactory. Zum Vergleich, ein Seasonic, aktuell ein 850 Watt Netzteil, auch mit Goldstandard und so, kostet ungefähr auch 90-95 € im Moment im Angebot. Deswegen ist der Preispunkt schon gerechtfertigt, den ich hier jetzt anschlage für die Geizhalsliste. Die Soundkarte ist onboard, der CPU-Kühler ist eine Corsair IQ H150i Elite RGB. Jetzt sollte man meinen, wenn man sich die so anguckt und den Namen hört, RGB, oh, da muss ja alles leuchten. Nee, es ist tatsächlich nur der Pumpenkopf, der leuchtet, die Lüfter leuchten nicht. Das ist wieder dieser Punkt. Auf dem Bild sind oben die Lüfter am Leuchten. Hier ist es nicht der Fall, dass ihr da Bescheid wisst. Die Wasserkühlung wird mit dem Prozessor schon irgendwie klarkommen, wenn ihr jetzt nicht hardcore übertaktet oder den wirklich permanent auf Dauerlast schiebt. Zum Zocken wird das ausreichen, um den Prozessor zu kühlen. Es ist allgemein so, dass die 360er Wasserkühlung zum Beispiel bei einem KS von Intel schwer Probleme kriegen, den runterzukühlen. Vor allen Dingen, wenn er unter Dauerlast beim Rendern oder so ist. Aber hier zum Zocken wird das auf jeden Fall erstmal ausreichen. Die ist natürlich auch übelst teuer mit 197,89 €. Es gibt von Arctic zum Beispiel auch eine 360er, die kostet 100 oder 110 €. Hat teilweise sogar bessere Ergebnisse erzielt als diese Wasserkühlung. Ist halt schon ein teures Produkt, ist da reingewandert, wahrscheinlich aus Designgründen. Als Gehäuselüfter bekommen wir noch die Corsair SP120 Elite RGB dabei. Da habe ich auch in die Liste reingeguckt, das ist ein Dreier-Set, sprich es werden insgesamt 6 Lüfter in diesem System verbaut. Wie sie das genau machen, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die 3 Stück unten reinbauen und eben die Wasserkühlung oben, sprich an der Seite, was man an dem Bild sieht, diese 3 Lüfter werden nicht dabei sein. Wenn ich mich täusche, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, aber ich habe wirklich nur dieses Dreier-Set gesehen hinterher im Konfigurator. Es sind halt RGB-beleuchtete Lüfter, die könnt ihr auch mit IQ steuern, genauso wie den RAM, was die RGB-Beleuchtung angeht, genauso wie den Pumpkopf der Wasserkühlung, das geht alles über eine Software. Die sind nicht sonderlich schlecht, ist halt ein Designmerkmal. Und die kosten 53,90 € bei Amazon.
Was die Garantie angeht, haben wir 3 Jahre davon, inklusive Pickup und Return. Ist nicht selbstverständlich. Ist MIFCOM ja nicht der einzige Händler, der es so macht, aber eine der wenigen. 3 Jahre Pickup und Return ist nicht selbstverständlich. Sprich, wenn mit der Kiste was ist, ruft ihr bei MIFCOM an. Die schicken euch dann quasi ein Rücksendelabel. Der Postbote kommt vorbei, holt das Ding ab. Ist ganz geil. Braucht ihr nicht zur Post schleppen oder warten, dass der Postbote kommt, dass ihr ihm das schnell in die Hand drückt. Die kommen wirklich bei euch vorbei, da wird ein Termin ausgemacht. Ist eine gute Sache. Und 3 Jahre ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Die meisten machen 2 Jahre. Es gibt einige, die machen 3 Jahre, zum Beispiel Agando. Da fehlt aber dann das Pickup und Return. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.363,11 €. Das System soll kosten 2.899 €. Das sind einfach mal 500 € Aufschlag fürs Zusammenbauen. Und das bisschen Service, die Garantie 3 Jahre. Okay, kann man vielleicht noch im Fufi rechnen. Ich glaube, Dubaro hat auch eine Garantieverlängerung von 2 auf 3 Jahre, kostet 50 oder 60 €. Wenn ihr das noch abziehen wollt, bitte. Es ist aber viel zu teuer. Es zieht sich so durch bei MIFCOM. Ich finde das echt schade. Die Konfiguration an sich ist nicht schlecht, gar keine Frage. Ist echt gut gewählt. Es ist allerdings so, ihr habt 500 € Luft. Und bei 500 € Luft kriegt ihr zum Beispiel auch eine 3090 Ti oder so da rein. Ne? Das ist ziemlich schade. Ich habe auf die Schnelle jetzt mal geguckt, den hatte ich jetzt vor kurzem mal in meinen Videos, hatte ich vorgestellt, das ist der Hardware Deal 2500, der kostet 2800 €, also quasi 100 € weniger. Da bekommt ihr den gleichen Prozessor, eine 360er Wasserkühlung, gut, ist jetzt keine Corsair, ist eine Big White, ist aber auch ein namhafter Hersteller. Das Board ist auch nicht so gut wie bei MIFCOM, aber ihr bekommt hier schon eine 3090 Ti, habe ich eben von gesprochen. Auch 32 GB RAM von Kingston, 3600 MHz, nicht 3200, allerdings keine RGB-Beleuchtung. Eine 1 TB Kingston NV2, das ist die Vernunftsentscheidung wegen Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Ein 1000 Watt MSI-Netzteil, also 150 Watt mehr als bei dem MIFCOM-System. Und ein PureBase 500DX, gut, das kann man jetzt mit dem Lian-Liegehäuse nicht gleichstellen. Aber ihr bekommt für 100 € weniger auf jeden Fall mehr Rechenleistung. Sollte man sich stark überlegen. Wie gesagt, hierzu habe ich auch ein Video gemacht, da war die Preisspanne zwischen Geizhalsliste und dem PC, glaube ich, 70 oder 100 € und nicht 500 € wie bei MIFCOM. Ja, sollte man sich überlegen. Und bevor jetzt wieder jemand sagt, nein, ich bin nicht mit Dubaro gepartnert. Ich hatte es halt im letzten Video und da habe ich gesehen, die sind preis-leistungstechnisch okay. Deswegen zeige ich es jetzt einfach nochmal. Ihr könnt auch bei Krotos gucken oder so. Also die haben auch nicht 500 € Unterschied. Das ist schon richtig heftig bei dem System. Und man hat halt die Problematik, dass es nicht so aussieht wie hier auf dem Bild. Hier ist ein Asus ROG Board drin, das stimmt nicht. Die Grafikkarte stimmt nicht. Die RAM-Riegel sind nur 2 Stück und nicht 4 Stück. Die Wasserkühlung ist hier oben nicht beleuchtet. Es ist natürlich ein Beispielbild, aber die Leute sehen das, kaufen das, weil sie denken, sie kriegen so ein System wie die Streamer, das da stehen haben, wollen es vielleicht sogar selber im Stream zeigen, weil der PC ist auf jeden Fall streamingfähig, stellen sich das dahin und sehen, die Hälfte leuchtet nicht. Es ist halt schade. Werde ich auch immer wieder bei MIFCOM ankreiden. Die haben manchmal echt gute Systeme, so Angebots-PCs, die dann vielleicht 100 € über Selbstbau liegen, da kann man echt zuschlagen. Aber diese allgemeinen Systeme, das wurde mir jetzt, glaube ich, im Stream vorgeschlagen, die sind nix. Übrigens wurde jetzt öfters mal gefragt, ob ich mal Konfigurationen zwischen 800 und 1000 € zeige. Das wird das nächste Video sein, weil das hier hatte ich schon vorbereitet, als diese Fragen kamen. Ich werde auf jeden Fall noch Konfigurationen zeigen zwischen 800 und 1000 € wird das nächste Video sein. Vielleicht sogar zum Fertigkaufen dann, wenn ihr nicht selber bauen wollt. Wobei 800 bis 1000 € Systeme lassen sich gut selber bauen, da ist nicht viel mit Wasserkühlung oder so. Also wer sich dafür interessiert, braucht jetzt nicht nochmal in die Kommentare schreiben, wo sind die 800 € PCs, sondern ich mache sie. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Joint unserem Discord, falls ihr auch eine Konfiguration für euch zu Hause braucht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.